So, hallo, es tut mir mega leid, dass so selten aktuell das Spiel hier kommt. Aber es ist... Die Wordle-Folgen sind aktuell einfach deutlich leichter und spontaner aufzunehmen. Und die sind halt, wie ich schon mal gesagt habe, in Wordle auch. Man hat halt jedes nur einmal am Tag. Und wenn man es an dem Tag nicht spielt, ist es halt weg. So, das hier ist nicht weg, wenn ich es jetzt mal ein paar Tage nicht spiele. Und für das hier brauche ich auch ein bisschen mehr Nerven. Als jetzt für ein Wordle oder so. Und ja, jetzt nehmen wir mal kurz wieder ein paar Folgen. Haha, von wegen. Eine Folge wahrscheinlich auf. Und ja. Also, ihr entschuldigt, wenn das Projekt hier ein bisschen ruckartig kommt. Ich bemühe mich, wieder zumindest eine Folge aufzunehmen. Ach, ich muss den hochwerfen. Scheiße. Es ist jetzt, glaube ich, eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. Und seitdem kam eigentlich echt nur Wordle und der ganze Kram. Es sollte eigentlich gar kein richtiges Projekt werden. Das war eigentlich anfangs nur so ein bisschen zum Entspannen. Habe ich das nur gespielt und jetzt ist irgendwie so schon ein Monatsprojekt draus geworden. Wir haben jetzt schon die 31. Folge Wordle heute. Das ist auch nicht so ganz das, was es eigentlich sein sollte, aber naja. So. Aber wie gesagt, es nimmt sich einfach schneller auf. Es ist ein bisschen auch, ne, es fördert ein bisschen den Grips und ja, keine Ahnung. Das ist gerade eher das Richtige als das hier. Problem ist halt nur, ich komme dann hier nicht voran. Ich habe dann hier noch ganz viel zu spielen und so langsam kommt auch Kirby raus. Das wollte ich ja auch spielen. Aber alles First World Problems gegen das, was aktuell in der Welt los ist. So, keine Ahnung. Das ist... Ja. Wollen wir uns mal nicht beschweren, wa? Oh, scheiße. Ach, der... Stimmt, der landet ja... Oh, der landet ja da drauf. Dann muss ich mich da ja gar nicht so stressen, auf dem zu landen. Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich völlig korrekt. So, oh je, das ist zu langsam. Eieiei. Ach, jetzt geht das hier am Anfang wieder los. Ich wollte gerade noch sagen, der Anfang läuft aber gerade echt erstaunlich gut. Und dann läuft der Anfang plötzlich nicht mehr erstaunlich gut. So ist das Leben. So, zack. Eieiei. Es ist auch, also... Es ist auch gerade echt... schwer, andere Gedanken zu finden, als das, worum es halt gerade in der Welt geht. So, ich will jetzt aber auch nicht drüber reden, weil... Ich denke mal, ihr schaut auch eher irgendwelche Videos zum Abschalten und wollt mal von dem ganzen Mist in Ruhe gelassen werden. Entsprechend halte ich jetzt auch meine Klappe dazu. Na, das wird schon oft genug überall thematisiert. Ja. So. Okay. Ich meine, wir kommen ja schon ganz gut wieder nach hinten. Also so viel weiter als das bin ich ja sonst, glaube ich, auch nicht gekommen, ne? Genau, da ist dann nämlich jetzt die Stelle mit der Blume und ab da war ich dann immer, ab da ging es dann immer schief. Richtig. Viel weiter als bis zu der Blume bin ich bisher auch nicht gekommen. Also ist das schon okay so von meinem... Ich bin jetzt nicht schlechter geworden seit dem letzten Mal, was das Level angeht. Das passt. Genau, die Dinger muss ich abschießen. Immer, also überall da, wo Dings, überall da, wo einfach eine rote Münze ist, muss ich schießen. Ich darf nicht so wie gerade wild schießen, sondern immer da, wo eine rote Münze ist. Das ist ja sogar festgelegt. Ich muss es ja nicht mal selber rausfinden. Es sind ja rote Münzen, Gott sei Dank, da. Da muss ich mich da einfach mal dran halten und gucken, wie gut es funktioniert. Habe ich bisher halt nicht gemacht, so das ist das Problem. Scheiße. Aber wir kommen ganz gut nach hinten. Also das läuft besser als beim letzten Mal. Das ist ganz gut. Maus, Moment, ich muss mal die Maus hier aus dem Bild schieben. Ich weiß nicht, ob man die gesehen hat, aber... Oh, ah ja, ich darf ihn nur nicht rausklicken.
aber sie war kurz im Bild. Die gehört da natürlich nicht hin. So. Ja, aber wie gesagt, Kirby würde ich gerne spielen. Na, das neue Kirby. Das ist so ein bisschen... Also das neues 3D-Kirby kommt raus, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet. Und es sieht ziemlich cool aus. Das, man hat so ein bisschen Mario Odyssey-Vibes, wenn man das sieht. Also es ist ein 3D-Jump'n'Run. Könnte ich mir echt cool vorstellen. Vielleicht ein bisschen arg leicht, weil es halt ein Kirby-Spiel ist. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt eine große Herausforderung hat, aber vielleicht haben sie sich ja auch beim Schwierigkeitsgrad ein bisschen Mühe gegeben. Man weiß es nicht. Na, es wird jetzt kein Elden Ring. Das spiele ich auch lieber nicht. So. Aber ja. Würdet ihr denn, das kann ich jetzt ja mal fragen, weil ich meine, wenn es keiner schaut, bräuchte ich es nicht spielen. Hättet ihr denn, also ihr, die jetzt gerade hier zuschaut, ihr wenigen übrig gebliebenen Zuschauer, hättet ihr denn Interesse an Kirby oder eher nicht so? Das kann man ja einfach mal fragen. Weil, also, wenn kein Interesse hat, dann kann ich damit auch warten. Ich habe zum Beispiel vor Ewigkeiten mir Sonic Forces gekauft, ne? Also, als es halt rauskam, vor Jahren, und habe es noch immer nicht gespielt. Einfach, weil immer was anderes kam und... Keine Ahnung, das würde ich auch irgendwann mal noch spielen wollen, aber ja, keine Ahnung. In der Zwischenzeit ist ja schon das nächste Sonic rausgekommen, also... Jetzt habe ich Sonic Forces mir einfach gekauft und habe es nie gespielt. Es fühlt sich so falsch an, ein Spiel gekauft zu haben. Also Geld dafür ausgegeben zu haben und ich habe es noch nicht einmal angefasst. Ich habe es noch nicht einmal in die Switch reingesteckt. Das ist... Dann wollte ich Sonic Souls eigentlich auch irgendwann mal spielen. Mit Chaos als Zuschauer. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwo noch ist. Keine Ahnung. Es ist irgendwie echt schade, wie die Zeit einem so ein bisschen, ja, alles verändert. Ganz viele Leute, mit denen man früher Kontakt hatte, hat man nicht mehr als Kontakt. Aber es ist halt einfach so, weil, ja, es ist, ach, keine Ahnung. Ich kann es nicht wirklich vernünftig ausdrücken. Man hat halt einfach keine Zeit. Es ist die Zeit. Man hat halt einfach keine Zeit mehr. Ich meine, andere Leute haben ihrem Berufsleben ja sicherlich auch viel zu tun. Und die schaffen es doch aber auch irgendwie noch eine Art Privatleben zu haben. Keine Ahnung. Ich meine, der Lehrerjob ist schon nochmal was anderes, aber... Es ist jetzt ja auch nicht der schlimmste Job der Welt und es soll es ja auch gar nicht sein. Ist ja auch Quatsch, das so auszudrücken. Also, weil ich bin ja gerne Lehrer, ich will es ja auch sein, aber es kostet halt enorm viel Zeit. Vielleicht bin ich aber auch einfach noch nicht gut im Zeitmanagement, ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade wieder, ich meine, jetzt gerade korrigiere ich es natürlich nicht, aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder eine Ex aus der 7. Klasse zu korrigieren. Über Gleichungen und Term zusammenfassen. Wir haben natürlich Termzusammenfassungen geübt vorher, ne? So, also, ich sage jetzt mal kurz so ein paar Sachen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dass euer Mathewissen so weit reicht. Termzusammenfassungen in der 7. Klasse, sowas wie... Nein, ich hätte schießen müssen. Mist. Sowas wie 2x plus 7x ist gleich, ich lasse euch kurz Zeit zum Nachdenken, 2x plus 7x ist 9x. Ja, so wie 2 Äpfel plus 7 Äpfel sind 9 Äpfel. So, also man fasst gleichwertige Terme oder gleichartige Terme kann man einfach zusammenfassen wie eine Anzahl. So, wenn ich jetzt das Ganze miteinander multipliziere... Oh mein Gott, wir sind mal weiter. Okay, da muss ich jetzt springen, oder was? Und jetzt? Oh, und jetzt hätte ich doch hochwerfen müssen. Oh mein Gott, wir waren so weit wie noch nie. Okay, wow. Da fange ich an, über Termzusammenfassungen zu reden und dann komme ich einfach so weit wie noch nie. Wir bleiben bei Termzusammenfassungen. Kaum mache ich mir über was ganz anderes Gedanken, ne? Läuft's plötzlich. Ja, und dann halt so Aufgaben wie 2x mal 7x.
Und das ist dann, ich lasse euch wieder kurz Überlegzeit, 2x mal 7x, 14x hoch 2. So. Das sind so die Grundlagen. Und die habe ich am Anfang von der Ex gefragt. Und ich habe jetzt schon beim Überfliegen, nur beim Überfliegen, so ein bisschen beim Durchblättern, gesehen, dass schon bei den Grundlagenaufgaben, dass mir Leute hinschreiben, 2x mal 7x ist 9x hoch 2. Und lauter so Zeug. Und da habe ich schon wieder gar keine Lust, mir diese Ex anzuschauen. Weil, wenn es da schon wieder scheitert, ist es... Ja, keine Ahnung. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nur der Eindruck von ein paar ist und dass es nicht wieder querbeet schiefgelaufen ist. Weil ich habe die Ex echt geschrieben, nachdem wir eine super Übungsstunde hatten. Wir hatten eine wirklich tolle Übungsstunde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich müsste jetzt eigentlich den meisten einen Gefallen mit der Ex sogar tun. Weil das können die Leute... Oh shit, ich habe nicht geschossen. Weil das können die Leute gerade. So habe ich mir das vorgestellt, ne? Also... Ja. Und dann überfliege ich das Ding und es sieht halt schon wieder alles aus wie Müll. Deswegen habe ich es mir jetzt auch noch nicht dieses Wochenende. Ich habe noch keinen Nerv gehabt, die mir anzuschauen übers Wochenende. Ich habe einfach noch keinen Nerv dazu gehabt. Meinen Sie zwar morgen meckern von wegen, ich hätte doch das ganze Wochenende korrigieren können, aber nee. Wir haben sie erst am Freitag geschrieben, also man hat nicht grundlos ein paar Wochen Zeit zum Korrigieren. Und ich will auch nicht einer von den Lehrern sein, die schnell korrigieren, dann hauen die das Ding raus und die Schüler merken gar nicht, dass irgendwo ein Korrekturfehler ist und nee, ich will wirklich das Ganze... Und das ist wieder der Zeitfaktor. Ich brauche halt ewig zum Korrigieren. Einfach weil ich mir halt dabei Mühe gebe und weil ich halt keine Fehler machen möchte. Und dann muss man halt mehrmals über die Aufgaben gehen und mehrmals gucken und nicht nur einmal schnell. Das geht halt einfach nicht. Scheiße. Muss da schneller sein, okay. Das geht halt einfach nicht, dass man da dann schnell drüber geht. Also, keine Ahnung, ich schaffe es nicht, die an einem Tag zu korrigieren oder am nächsten Tag rauszugeben. Manche von meinen Mathelehrern früher haben das ja echt geschafft, so. Wir haben geschrieben, dann haben die es raus und dann haben die es direkt wieder rausgegeben. Aber entsprechend waren die halt auch korrigiert. Da war halt dann alles durchgestrichen, da war halt keine Lösung drunter und nix. Und wir sollen ja eigentlich, das ist ja eigentlich sogar Vorgabe, so von der Mathefachschaft, in Anführungszeichen, dass man halt transparent korrigiert. Dass man Ansätze hinschreibt, wenn der Schüler die Ansätze nicht gefunden hat. Dass man Lösungen hinschreibt, dass man wirklich verbessert und nicht nur durchstreicht und eine Punktzahl daneben schreibt. Na, und auch das kostet ja wieder Zeit. Und dann musst du ja auch schauen, dass es fair ist. Wenn ich jetzt bei einem Schüler zum Beispiel sage, der hat das und das geschafft, dafür gibt es zwar einen Punkt normalerweise Abzug, aber da drüben hat er was anderes richtig gehabt, deswegen gibt es dann noch einen halben Punkt zusätzlich oder so, dann muss ich das ja bei jedem anderen Schüler, der die gleiche Situation hat, auch machen. Also muss ich da auch wieder drauf gucken, dass ich all fair korrigiere, dass ich jede Ex gleich korrigiere. Und dann, wenn ich plötzlich so bei der 10. Ex merke, okay, die Situation hatte ich schon mal, was habe ich denn da gemacht? Denn dann muss ich zurückblättern zu der ersten Ex zum Beispiel und gucken, was ich in der Situation korrigiert habe und was ich da bewertet habe. Damit ja alles fair und gleich ist. Das dauert seine Zeit. Ich weiß nicht, wie man das schnell machen kann. Ich brauche da, vor allem wenn ich schnell mache, dann weiß ich genau, dass ich es falsch mache. Das ist immer so. Also, keine Ahnung. Deswegen gehe ich ja auch dann die Korrektur noch ein zweites Mal durch danach, weil ich meistens immer wieder noch Fehler finde. Was ja auch an sich normal ist. Weil man macht halt nun mal Fehler. Scheiße. Okay, wir waren wieder recht weit. Weil man macht halt nun mal Fehler. Also... Und Fehler kann man eigentlich nur wirklich gut ausbessern, indem man es öfter durchschaut. Man hat normalerweise nicht beim ersten Mal alles perfekt. Und dann, wenn der Schüler die Ex zurückbekommt, naja, dann sollte die natürlich fehlerfrei sein. Das ist klar. Brauchen wir nicht drüber reden.
Ach Mann, wie mache ich denn das am blödsten? Kurz loslassen und... Ah. Aber ich glaube, das ist dann auch bald das Ende. Das müsste so von der Zeit her, ne? Ich habe jetzt nicht geguckt, was da oben für eine Zeit ist, aber ich glaube, so um die 10 Sekunden dürften da sein. Ich weiß ja nicht, wie eng der Timer ist. Wir kommen auf jeden Fall weiter als beim letzten Mal. Das ist schon ganz gut so. Nein! Ah, jetzt habe ich wieder nachgedacht. Über was anderes. Vielleicht fange ich nach der Folge auch noch ein bisschen an zu korrigieren. Keine Ahnung. Ah, ich muss aber den Förderkurs für morgen auch noch vorbereiten. Nein! Das sollte ich erst machen. Ja, der Förderkurs für morgen ist wichtiger. Den muss ich auch noch machen. Es geht zwar wiederum recht fix, weil der ist im Prinzip halt... Ja, ist halt Förderkurs. Also die meisten Themen ergeben... Ach scheiße, ich habe die zweite nicht abgeschossen. Die meisten Themen ergeben sich halt erst, wenn die Schüler da sind und wir sagen, was sie brauchen. Aber man kann trotzdem so ein bisschen... Falls jetzt die Schüler keine konkreten Fragen haben, hat man halt Übungsaufgaben vorbereitet, die halt einfach grundsätzlich sinnvoll sind. Wie zum Beispiel Terme zusammenfassen. Ne? Das kann man immer wieder üben. Weil kann ja sein, dass es plötzlich Schüler gibt, die 2x mal 7x ist gleich 9x hoch 2 rechnen. Ach so, ja. Und dann habe ich auch so Aufgaben eingebaut wie 2x hoch 2 plus 5x hoch 3. Ups, das war falsch. 2x hoch 2 plus 5x hoch 3. So. Der gute Mathematiker und Siebtklässler weiß, kann ich nicht zusammenfassen. Weil x hoch 2 sind Äpfel, x hoch 3 sind Birnen und Äpfel plus Birnen geht nicht. Deswegen 2x hoch 3 plus irgendwas hoch 2 oder so, ne, geht nicht. Aber auch da habe ich schon wieder gesehen, haben schon wieder Leute irgendwas zusammengefasst mit x hoch 5. Obwohl man das zigmal im Unterricht gesagt hat. So, das kannst du nicht zusammenfassen. Du darfst es nur beim Multiplizieren, da darfst du x hoch 5 draus machen. Ne? X hoch 2 mal x hoch 3 ist x hoch 5. Das geht, das ist Potenzgesetz. Gleiche Basis, unterschiedliche Exponenten, Multiplikation, Exponenten werden addiert. Das ist Potenzgesetz. Aber bei Plus... Also x hoch 2 plus x hoch 3, da geht das einfach nicht. Da kann man nicht zusammenfassen. Trotzdem wieder zusammengefasst in der X. Obwohl wir aber davor... Man, die Übung lief echt... Also ich hoffe echt, dass das nur so ein Nebeneindruck... Shish! Was jetzt, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Nein, wie weit war ich zeitlich? Ich muss mal kurz zurückspulen, ich will nur die Zeit sehen. 6 Sekunden. Boah, das wird da aber richtig eng. Also eng im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr das gesehen, was das für enge Sprünge waren? Ach du grüne Neune. Das ist das längste Level bisher, ohne Checkpoint. Boah. Ich habe mir übrigens was überlegt. Ich glaube, das habe ich bisher nur geträumt. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht euch gesagt. Stimmt, ich hatte mir... Oh, Mist. Das habe ich bisher nur geträumt. Das habe ich euch gar nicht gesagt. Ich dachte, das habe ich schon gesagt. Nee, das habe ich... Oh, fuck. Und zwar folgendes. Ich will das hier ein bisschen ändern. Dass wir ein bisschen schneller durch das Projekt kommen. Ich glaube... Ich mag jetzt in dem Level noch nicht. Oder soll ich es mal in dem Level anfangen? Ich weiß es nicht. Aber in dem Level ist es nicht so sinnvoll. Ich würde mal vorschlagen oder überlegen, dass ich Level erst, Achtung, gut zuhören, mir so ein bisschen angucke mit Save States. Ne? Also, dass wir die erst mit Save States spielen, weil dann seht ihr vielleicht auch, wie schnell die gehen. Und dann... Nachdem ich das Level sozusagen mit Save States gesehen habe,
spiele ich es dann halt ohne States, weil ich halt diese Herausforderung haben will. Problem dabei ist, ich bin noch nicht sicher, ob ich das machen möchte, weil Problem dabei ist, ich habe ja immer, wenn ich mit States gespielt habe, hat es bei mir so den Eindruck erweckt, wie schwierig ein Level ist. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich durch das Gestate wieder dieses Gefühl bekomme, das schaffe ich ja nie. Weil das ist das Gefühl, was ich immer bei den States bekommen habe. Und ich glaube fast, dieses Gefühl hätte ich nicht bekommen, wenn ich ein paar Mal öfter einfach nicht gestated hätte. Weil nur dadurch sind so wirkte alles dann so viel länger und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Deswegen bin ich noch am Überlegen, ob ich das machen will oder nicht. Ich glaube, das habe ich noch. Habe ich das schon gesagt oder habe ich das nur im Traum gesagt? Weil ich weiß es nicht mehr. Es ging mir jedenfalls durch den Kopf die Woche. Und ich hätte mir jetzt eingebildet, ich habe das schon mal angesprochen. Aber es kann nämlich auch sein, dass ich das nur im Traum angesprochen habe und noch nicht richtig in dem Video. Weil ich habe davon auch geträumt. So sehr ging mir das durch den Kopf. Überhaupt träume ich in letzter Zeit einen Blödsinn. Also, aber gut, das ist, glaube ich, einfach dem Ganzen außenrum geschuldet. Also, meine Träume waren noch nie so wirr und durcheinander wie bisher. Ich habe ja so, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich habe es bestimmt schon irgendwann mal erzählt. So in der Richtung luzides Träumen geht es bei mir auch so ein bisschen. Also, ich kann meine Träume in gewisser Weise kontrollieren und ich merke auch, wenn ich schlafe, wenn ich träume. Also, nicht immer, aber manchmal, ne? Manchmal kann ich das so ein bisschen steuern. Deswegen kann ich mich halt auch an manche Träume erinnern. Und deswegen weiß ich jetzt auch, dass ich euch in Anführungszeichen in einem Traum auf jeden Fall gesagt habe, dass ich das mit den Save States machen will. Aber ich weiß jetzt eben nicht mehr, ob das jetzt zusätzlich in echt passiert ist oder nur im Traum. Ich weiß, dass es im Traum passiert ist. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob ich es auch in echt gemacht habe. Kann man das irgendwie nachvollziehen, was ich sage? Ich weiß es nicht. So, jedenfalls, ja. Bin ich jetzt still, weil jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Okay. Boah. Nein! Da hätte ich wieder, oh Gott. Ey, aber wir sind da ganz knapp am Ende des... Ich weiß nicht, ob ich da langsam werden darf, weil die Zeit wird halt echt eine knappe Geschichte. Aber Junge, 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 sind wir da knapp am Ende. Ich würde fast gern mal zurückspulen und gucken, wie weit es noch ist. Das machen wir jetzt mal. Wird's egal. Da ist ein Mond. Und da ist das Ziel. Okay. Jetzt will ich mal wissen, wie das zeitlich aussieht. Da wäre ich jetzt bei einer Sekunde gewesen. Ja, aber Moment mal, an die Messagebox komme ich ja nur. Es hieß jetzt, man muss L drücken, um in eine neue Welt zu kommen. Ich habe das gelesen. An die Messagebox komme ich jetzt ja aber nur. Wenn ich das nochmal spiele. Okay, wisst ihr was? Dann speichere ich das jetzt. Wir nehmen das. Und das ist im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Wir haben es jetzt einmal mit Saves gespielt. Und ihr seht, wie schnell das Level durch ist. Die Levels sind mit Saves zu leicht. Kein Problem. Schafft man. Und ohne fast ein bisschen zu schwer. Aber wisst ihr jetzt, wie ich es meine? Ach, jetzt muss ich den Anfang nochmal machen. Okay, ist in Ordnung. Aber ich will die Messagebox jetzt sowieso mal lesen. Was steht da? Der Punkt ist ja, jetzt kann ich das Level gar nicht mehr beenden. Jetzt kann ich das Level ja gar nicht mehr beenden. Hä?
das war ja der Anfang, ich erinnere mich. Jetzt kann ich das Level ja. Wie soll ich jetzt das Level? What? Oder ist die Messagebox dann dafür. Ist die Messagebox der Ersatz oder sowas? Das könnte auch sein. Dass die Messagebox eine Art Ersatz ist. Aber ich denke, genauso wie ich es jetzt gerade gemacht habe, ne? Ich habe ein bisschen rewindet und ich habe es dann mit States zu Ende gespielt. Und so könnte man sich eigentlich jedes Level mal anschauen. Nur, wie gesagt, ich habe ein bisschen Bedenken, dass meine Psyche mir dann erzählt, hey, das Level ist viel zu schwer, das schaffst du gar nicht am Stück. Das hast du nur geschafft, weil du States genutzt hast. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade auch, ich glaube, ich werde eher das... Wir können es ja mal ausprobieren und gucken, was meine Psyche mir erzählt. Na, aber das ist genau der Punkt. Ihr habt es gemerkt, ich habe das Level sofort geschafft. Bisschen rewindet und fertig. Das fühlt sich dann einfach falsch an. Das ist bei keinem Kaizo so gewesen wie bei... Das ist ja auch kein echtes Kaizo. Das ist ja mehr so hart... Very hard... Light Kaizo vielleicht, ne? Es fühlt sich einfach nicht rewarding an, wenn man es mit States spielt. Ich meine, so den Mond... Den Mond, ich glaube, ich hätte ich jetzt sowieso gesagt, den holen wir uns mit States. So, jetzt haben wir den Mond schon mal, da muss ich es nur noch einmal spielen. Aber... Wobei man den Mond sowieso automatisch fast mitnimmt, also keine Ahnung. Aber die Messagebox irritiert mich. Vielleicht sagt die Messagebox, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Scherzding. Und die Messagebox erzählt dann sowas wie, hey, übrigens, wusstest du nicht, dass wenn du den Switch wegmachst, du das Level gar nicht mehr beenden kannst, du Trottel? Vielleicht sagt die Messagebox ja sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Gut. Ja, aber dann haben wir jetzt in dem Part das Level zumindest geschafft. Ich bin zwar nicht zufrieden, weil ich es noch nicht richtig geschafft habe, aber ich meine fast. Also ich bin ja fast bis ganz nach hinten gekommen. Ich fände es trotzdem schön, wenn dieses blöde Kletterlevel das einzige Level bleibt, was wir mit States gespielt haben. Das werde ich auch dabei belassen. Also diese Flugpassage... Ach ja, und das Level mit den Shells. Wo man die Shells spawnen kann. Das haben wir auch mit States gespielt. Ja, easy. Wir haben es einfach selber ge... Das ist die gleiche Text! Okay. Das ist, wenn man den Text verpasst hat. Und jetzt kann ich das Level nicht abschließen, oder wie? Geil. Okay, man kann das Level nicht mehr abschließen, wenn man es einmal geschafft hat. Gut. Aber ihr habt es gesehen. Ich habe es nach hinten geschafft. Ich bin zufrieden. Perfekt. Genauso stelle ich mir es vor. Genauso stelle ich mir es vor. Dass wir wirklich... Das wäre dann auch was für die Leute, die das nicht so gerne sehen wollen. Dass ich das Level erstmal... Ne? Erstmal ohne States spiele. So, dann... Quatsch. Erstmal mit States spiele. Dann könnt ihr das Level sehen. Und dann sage ich halt so, jetzt probiere ich es nochmal ohne und dann kann man im Prinzip auch schon zum nächsten Level skippen oder halt richtig abschalten, falls das Video nur noch aus dem Level besteht. Also ihr könnt ja dann unten in der Videoleiste einfach vorgehen und sehen, ob ich noch ein anderes Level beginne oder nicht. Also das sieht man ja. Na, das YouTube zeigt ja so eine Vorschau an, wenn man da über die Videoleiste geht. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Erst mit Saves, dann ohne. Ja? Denke, so machen wir es jetzt mal ein paar Mal. Weil ich glaube, dann ist auch... Dann kann ich auch, wenn es mal nichts wird, habe ich trotzdem das Level geschafft und habe es halt auch gezeigt und kann dann auch sagen, okay, ich habe es innerhalb dieses Videos nicht geschafft. Belassen wir es erstmal dabei. Ne? So, und ich kann jetzt mit L also in eine andere Welt. Das werden wir noch nicht machen, weil wir müssen ja auch erst noch dieses Level hier spielen. Ne? Das Culmination Castle haben wir noch nicht gespielt. Gut. Wishes haben wir gemacht, aber das Culmination Castle noch nicht. Und wir haben wieder einige Monde abzugeben, das weiß ich. Die sparen wir uns noch ein bisschen. Na, bis wir da mal wieder sind. Wobei ich jetzt auch darunter, ist jetzt egal. Wir machen nächstes Mal das Culmination Castle und dann gucken wir mal,
wohin uns der Weg noch führt. Ich kann jetzt ja mit L, wie gesagt, in die nächste Welt. Also das ist dann wahrscheinlich das Weiterkommen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Und habe mal wieder endlich einen Part aufgenommen und ganz schön viel gequatscht. Es war Bauch, es gab richtig viel zu bequatschen. Okay, wenn der nächste Part wieder länger dauert, I'm sorry.